wird ein heißer Tag. Wir haben ja auch Sommer. Das meine ich nicht. Masato! Mhm. Guten Morgen. Hallo Miyuki, guten Morgen. Hallo. Ich gehe mit Miyuki, meiner Schwester, und mit der anderen Miyuki wieder in die Schule. Ich freue mich. Gestern am letzten Ferientag war es noch ganz ruhig in der Schule. Aber heute reden alle ganz aufgeregt nur von einem Ereignis. Das ist es. Das Foto sagt doch alles über die beiden aus. Ganz schön mutig. Sie schämen sich gar nicht. Ich werde eifersüchtig, wenn ich das sehe. Ja, und ich beneide sie maßlos. Oh, ihr spinnt. Hey, Muraki, du weißt doch sicher mehr darüber. Du warst doch mit ihnen zusammen. Ich war doch nicht ihr Wachhund. Aber was interessiert euch eigentlich so sehr daran? Ach, es macht doch Spaß, über andere herzuziehen, oder etwa nicht? Ha? Verstehe. Also gut, ich werde mich wieder an die Arbeit machen. Und herausfinden, was mit den beiden los ist. Als Gegenleistung macht er mir denn den ganzen Sommer über die Hausaufgaben, okay? Was für ein toller Einfall! Guten Morgen! Denkt an meine Hausaufgaben! Hallo Masato, kann ich dich einen Augenblick sprechen? Hey, was soll das? Pass auf, Masato. Du bist in Schwierigkeiten. Wieso denn? Die ganze Klasse tuschelt schon über euch, über dich und über sie. Über mich und sie? Sie reden über alles Mögliche und wer weiß, was wahr ist. Jetzt werd mal genau, über was reden sie denn? Ich halte natürlich zu dir, ich bin ja dein Freund, aber das hier geht vielleicht ein bisschen zu weit. Da macht sich jeder so seine Gedanken. Wer hat das gemacht? Das ist ein schönes Bild. Vielleicht gewinnt es den ersten Preis in einem Fotowettbewerb. Vielleicht hat uns jemand morgens fotografiert, als wir an den Strand gingen. Wäre möglich, ich weiß nicht. Es steht ja kein Name dabei. Mach dir keine Sorgen. Ich bin dein Freund. Ich werde immer zu dir halten. Du kannst mir auch ruhig die ganze Wahrheit sagen. Also, schieß mal los. Was ist alles passiert? Wovon redest du überhaupt? Nichts ist passiert. Das glaube ich dir nicht. Irgendetwas musst du getan haben. Du bist doch ein Playboy. Na los, spuck schon aus, mein Freund, sonst erstickst du noch daran. Hör auf! Wenn du so wütend wirst, werde ich nur noch misstrauischer. Komm, du kannst mir doch die Wahrheit sagen. Na? Schluss jetzt! Nein, ich beuge mich keiner Gewalt. Ich kämpfe für die Freiheit des Wortes. Und es gab noch ein anderes Gerücht, das die Runde machte. Zwischen ihm und mir ist doch ein himmelweiter Unterschied. Dass man ihn verdächtigt, verstehe ich. Glaubt ihr im Ernst, dass nichts passiert, wenn ein normales Mädchen und ein normaler Junge die Nacht miteinander verbringen? Ich hoffe nur, dass er lügt, dieser Angeber. Ist das wahr, was ich da höre? Was denn? Stimmt es, dass du eine ganze Nacht alleine mit Ryuchi warst? Mhm. Tut mir so leid, Miyuki. Es geht zwar niemandem etwas an, aber die Leute müssen nun mal in alles ihre Nase stecken. Aber mach dir nichts daraus. Das Wichtigste ist doch, dass unsere Liebe so stark ist, dass sie diese Prüfung aushält. Ich stehe zu dir, meine Liebste. Jetzt, wo wir das Gespräch der Schule sind, werde ich mich als wahrer Ehrenmann erweisen. Ich werde vor alle hintreten und über die wundervolle Schönheit unserer Liebe sprechen. Glaubst du wirklich die beiden? Das traue ich Kashima überhaupt nicht zu. Aber Masato schon eher. Ganz schön schamlos. Diese Aussicht, herrlich. Miyuki! Oh, Masato! Was machst du hier oben so alleine? Ich stehe manchmal gerne hier oben im Wind. Hey, Masato! Verflixt schon wieder dieser Kerl. Was? Ah, Miyuki ist auch da. Dann können wir ja gleich eine Pressekonferenz abhalten. Hier geblieben, Freundchen. Hey, lass mich los. Was machst du? Ich wollte doch nur von Miyuki die Wahrheit hören. Ich hab dir doch gesagt, dass nichts passiert ist. Und warum lässt du mich dann nicht mit dir reden? Stört es dich, Masato? Weil ich nicht will. Hör zu, Masato. Du sagst, du bist unschuldig. Wenn du nichts getan hast, dann gibt es auch nichts, wovor du Angst haben musst. Also lass mich mit ihr reden. Wie oft soll ich dir eigentlich noch? Hör zu, ich will dir ja gerne glauben, aber ich möchte auch Miyuki hören. Mal sehen, was sie dazu sagt. Da
Das ist nur einmal die Arbeit eines Reporters. Du solltest mehr Verständnis für mich haben. Hallo, Miyuki. Miyuki. Er ist hingefallen. Das ist für heute alles, was ich euch zu sagen habe. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und genießt den Sommer. Meinen Sie so wie Miyuki und Masato? Verdammter Idiot! Masato? Ja? Miyuki? Ja? Ich erwarte euch gleich zu einem Gespräch im Lehrerzimmer. Komm, Masato, gehen wir. Oh. Also, ich gehe jetzt. Ihr habt sicher schon das Foto hier gesehen. Ach ja, flüchtig. Ich erwarte von euch beiden, dass ihr mir jetzt die Wahrheit erzählt. Die volle Wahrheit. Ich wollte, es wäre etwas zwischen uns passiert. Hä? Lass mich los, ich will wissen, was zwischen den beiden passiert ist. Halt den Mund. Meinst du nicht, dass du ein bisschen zu weit gehst? Wieso? Bist du etwa auf ihrer Seite? Aber selbstverständlich. Eines schönen Tages wird er schließlich mein Schwager sein. Und es ist doch nur natürlich, dass man zu seinem zukünftigen Schwager hält, wenn es um die Familienehre geht. Ach so. Und du, hör auf, dich um fremde Angelegenheiten zu kümmern. Das kann ich nicht. Ich möchte ja auch nur die Wahrheit wissen. Hey, Ryuchi. Komm, sag mir die Wahrheit, Ryuchi. Verheimlichst du etwas vor mir? Hast du oder Miyuki irgendetwas gesehen? Komm, sag es mir. Das könnte sein, vielleicht. Wusste ich's doch. Nichts weißt du. Aber wenn du mit Miyuki in dieser Situation ganz allein gewesen wärst, zwei Körper, die einander berühren, ihr Kleid so nass, dass man hindurchsehen konnte. Oh Mann! Meinst du, du hättest so einfach auf den nächsten Morgen gewartet? Also, ich weiß nicht. Ich kann mir das schlecht vorstellen. Ich hätte schon Wünsche gehabt. Siehst du? Genauso ist es bei gesunden Jungen und Mädchen. Werd endlich erwachsen, Muraki. Das Foto ist ein harmloser Schnappschuss. Es liegt natürlich an Ihnen, was Sie sich dabei denken wollen. Donnerwetter, Miyuki. Ich verstehe, ich glaub dir. Sie ist ein großartiges Mädchen. Ich bewundere sie. Wo sind die alle hingegangen? Keiner hilft uns beim Saubermachen. Ruh dich ein bisschen aus, Miyuki. Mach eine Pause. Ich schaffe das auch allein. Nein, danke. Es geht schon. Oh, Miyuki, was hast du? Ich weiß nicht. Ich fühle mich so schwach. Vielleicht bist du müde. Du solltest dich ein bisschen hinlegen. Es tut mir so leid. Miyuki. Verzeih mir. Ich wollte, ich könnte die Gerüchte stoppen. Du kannst doch nichts dafür. Wie bitte? Was? Komm, Miyuki, nimm meine Hand. Wunderbar. Wunderbar. So ist das richtig. Ich habe alle nach Hause geschickt, damit die beiden alleine sind. Und dazu erklingt romantische Musik. Masato? Ja? Deine Hand. Entschuldige. Hallo, ist Muraki hier? Merkwürdig, ich dachte, er wäre hier zum Saubermachen. Nein, der faule Kerl ist schon gegangen. Er muss hier irgendwo sein. Oder meinst du, ein Geist hat nebenan die Musik angemacht? Hm.